Monsieur Thiel. Emo Kuryu! Yay, entendez-vous? Kuryu Otosuo? Pasodin Nif! Emit Uosasi! Und damit herzlich willkommen von meiner Seite zu Balan Wonderworld. Ich mache den Ingame so ein kleines bisschen leiser. Der ist ein bisschen komisch hier mit diesem Spiel. Die Tim-Insel. Ja, heute am Toffee-Testtag werde ich viele verschiedene Spiele mit euch antesten. Einige davon kann ich weiterspielen, andere davon kann ich nicht weiterspielen, denn dieses hier ist ein Demo. Dieses Spiel soll im März erscheinen. Ende März auf der Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5 und ich habe drei Knöpfe zum Springen. Ich kann A, B und Y zum Springen verwenden, das ist interessant. Aber ich glaube, wir gucken uns hier erstmal ein bisschen... Oh, guck mal, eine Punktetafel, kann ich... Oh Gott, die folgen mir alle, wie sind die denn? Ja, also wir können natürlich ein bisschen mehr rausfinden über dieses Spiel, was es mit diesem Spiel auf sich hat, was man hier alles machen kann. Während wir hier einfach spielen, denke ich mal, ne? Also es ist eine Demo. Ob ich sie komplett durchspielen werde, weiß ich nicht. Oder beziehungsweise, ob sie komplett durchspielen kann. Vielleicht ist es ja auch sauschwer und ich stelle mich richtig doof an. Auffällig ist auf jeden Fall mal, dass es grafisch... na, nicht wirklich gut aussieht hier jetzt an der Stelle. Ich frage mich, ob das Absicht ist oder ob das jetzt nur in der Demo so ist. Also wenn das... Hey, das kann doch die PlayStation eigentlich ein bisschen besser, oder? Ich dachte, ich muss zu 1 springen. Was muss ich denn machen? Ich muss hier auf das Ding stehen. Ich dachte, die 1. Ich springe auf die 1 und dann ist gut. Okay. Okay, Tor 1 oder Tor 2? Das ist schon schwierig. Ich habe schon keine Ahnung. Wir fangen mal mit der 1 an, ne? Was ist das für ein Spiel? Ich habe mich nicht spoilern lassen in der Hinsicht. Ich lasse es jetzt auch auf mich zukommen, damit es für mich genauso überraschend und neu ist wie für euch. Ich habe aber im Trailer gesehen, dass es so ähnlich aussieht wie Donkey Kong 64, Mario 64, Yooka-Laylee, Banjo-Kazooie, diese typischen Spiele, Spyro, die ihr halt eben wahrscheinlich schon in den vergangenen Jahren gekannt und geliebt habt vielleicht. Also ich fand sie auf jeden Fall ziemlich nett. Vieles Sammelbares, ja, ein paar Gegner zu besiegen und so weiter. Und... Alter. Hier geht alles kaputt. Es wird neu aufgebaut. Okay, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Der Mann, der gegen den Sturm wettert. Joa. Wir lassen es einfach auf uns zukommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bisher von der Grafik auf der Switch nicht so überzeugt. Tatsächlich. Und ich werde mir sowieso, werde mir sogar tatsächlich für den Fall, dass wir diese Demo hier jetzt nicht in einem Stück aufnehmen, was, wovon ich ausgehen werde. Wir werden sie nicht in einem Stück aufnehmen. Ich werde noch... Kann ich auch einen Stampfsprung oder sowas machen? Nee, kann ich nicht. Dann werde ich mir die Mühe machen, das Ganze auch auf der PlayStation, aber ich nur auf der PlayStation 4, weil ich die 5 nicht habe, zum Vergleich zu ziehen und grafische Vergleiche ziehen, zu ziehen. Weil ich denke, das ist das Sinnvollste. Und wie gruselig sah denn das bitte schön aus, dass der Typ da saß? Ist der immer noch da? Da saß doch gerade eben so ein Riesentyp. Ist der schon weg? Der ist schon wieder weg, Alter. Der saß da gerade. So ein Spannertyp.
Ihr seid ihr Freunde oder Feinde? Die verschwinden alle. Okay. Gut, ich sammle einfach mal alles, was man sammeln kann, ne? In diesem Fall sind das jetzt einfach mal hier diese Teile. Ich bin ein Tornado-Wolf. Oh, bin ich schick. dieses Spiel von Square Enix, wie ihr schon mitgekriegt habt wahrscheinlich, stand ja auch gerade im Titel. Und ja, ich weiß nicht ganz genau, ob sie da marketingtechnisch wirklich die Glanzleistung gemacht haben. Man weiß ja nicht wirklich viel von dem Spiel. Kann ich das kaputt machen? Kann ich nicht. Ich dachte, die Kisten sehen so kaputtbar aus. Man weiß nicht wirklich viel über das Spiel. Es wurde angekündigt, man weiß schon, dass das Spiel rauskommt und trotzdem weiß man noch nicht viel über dieses Spiel. Es scheint sich an Kinder zu richten. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr kinderfreundlich aus. Das kann man so sagen. Hey, ich habe gedacht, das wäre voll cool, dass ich jetzt die Spinnweben da kaputt wegmache, kaputt mache, wie auch immer. Und ein Ei. Ist das ein Secret Egg? Ist das ein Easter Egg? Voll witzig. Nee. Ja, eben, wie gesagt, tatsächlich weiß man nicht wirklich viel über dieses Spiel. Scheint sich an Kinder zu richten. Aber mehr weiß man auch wirklich nicht. Und ich lasse mich gerne mal berieseln, aber der Ersteindruck sieht jetzt ziemlich... Weiß nicht, auf der Switch sieht das Ganze nach nichts Gescheitem aus, tatsächlich. Ich finde, das sieht gar nicht mal so gut aus. Ich würde aber natürlich trotzdem nicht den voreilige Schlüsse ziehen. Vielleicht sieht es auf der PlayStation auch nicht besser aus. Warten wir es einfach mal ab. Jetzt lasst uns erstmal das Spiel hier spielen. Was ist da mit diesem Ding da oben? Da kann ich bestimmt ja hier den Knopf nicht drücken, um das aufzumachen, oder? Und natürlich Kristalle sammeln. Also für Sammelsachen bin ich ja sowieso immer zu haben. Sachen sammeln ist immer geil in Spielen, finde ich. Mario Odyssey ist ja eigentlich auch sehr ähnlich, ne? Also ich habe jetzt gerade aufgezählt, welche Spiele sehr ähnlich sein könnten, sollten, müssten, wie dieses hier. Du hast eine Statue erhalten, Kapitel 1, Akt 1. Je mehr Statuen du sammelst, desto mehr Welten kannst du besuchen. Ich verspreche, ich werde meine Reise auch dorthin buchen. Okay. Und du? Oh Gott, du bist ja süß. Und du zeigst mir, dass man da durch kann. Okay, alles klar. Fühlt sich ein bisschen an wie Alice im Wunderland. Aber ich bin nicht Alice. Alter. Gefühlt hat das irgendwie 10 FPS, das Spiel. Es tut mir leid, dass ich jetzt so viel Negatives sagen muss. Aber ich bin gerade echt überrascht, wie schlecht das läuft. Das ist extrem. Oh, komme ich da nicht so hoch? Das sieht extrem schwierig aus. Schwierig aus vom Dings hier. Ah, ja, sehr gut. Okay, kam ich doch noch rüber. Ja, zweite Statue, okay. Trotzdem heißt das ja noch nichts, wenn einem die Grafik nicht zusagt. Aber das Spiel, so ist es zumindest bei mir, das Spiel einem megamäßig Spaß macht, ist das egal. Und die Figuren sehen auf jeden Fall imposant aus. Das muss man jetzt mal zugute halten. Das sieht echt cool aus. Und auch das Intro hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, die Viecher muss ich jetzt besiegen, oder was? Okay, habe ich den jetzt besiegt? Muss ich auf deren Köpfe springen oder kann ich die auch wegkreiseln? Das habe ich jetzt nicht ganz genau gesehen. Ich habe erst versucht, mit Kreisel zu machen. Und es gibt Motion Blur, Leute. Es gibt Motion Blur. Sowas hasse ich. Ach so, ups. Warte auf die Plattform, Toffi. Du bist mir wieder zu ungeduldig. Einfach mal abwarten. Abwarten und Tee trinken. Hat jemand für mich einen Tee? Nee, und tatsächlich ist es auch so, dass bei solchen Spielen ja gerne mal die Story so ein bisschen nebensächlich ist. Ist ganz klar, hier geht es ja wirklich ums Sammeln und ein bisschen Rätselchen lösen und sowas. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass später auch ein kleines bisschen mehr Rätsel darin vorkommen, wie du zum Beispiel an gewisse Artefakte kommst oder sowas. Hier zum Beispiel, da muss man ja irgendwie rankommen, ich weiß nicht wie. Das sind halt eben, das ist der Hauptteil von solchen Spielen, dass man sich mit sowas beschäftigen muss. Und das macht auch Spaß. Ich mag sowas ganz gerne mal. Selbst wenn es... Oh, ich dachte, ich bin runtergefallen. Selbst wenn es sehr, sehr kindlich wirkt, ich mag es trotzdem. Okay, hallo, komm ich da hoch? Ach, da hinten geht's hoch. Okay.
Ich finde, es sind einfach so Spiele, bei denen man auch gut abschalten kann, wenn es denn gut läuft. Aber mir wird gerade echt ein bisschen schwindelig und schlecht. Das sieht sehr durcheinander aus. So, schnell die Plattform. Wow. So, was mache ich hier oben? Außer Blumen beobachten, hinten ist auf jeden Fall noch was. Da komme ich rüber. Ist die Frage, komme ich da so ohne weiteres rüber oder? Nee. Was machen wir da durch? Ah! Du bist Nummer? Nummer 2. Und das war's schon? Ich bin gierig. Ich will mehr. Ich will mehr als das. Ah, genau, das ist hier der Fahrstuhl, der nach oben führt. Genau. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Okay, ich habe es gerade überlegt, wo bin ich denn eigentlich? So, da komme ich aber so nicht hoch. Mhm. Ach so, hier war das wieder, ne? Ja, man merkt, ich bin total überfordert. Ich finde es interessant, wie das Zeug immer von hinten nach oben geht. Seht ihr das? Das geht immer irgendwie nach oben. Ich bin ein Hampelkänguru. Oh, wie süß. Du kannst das Kostüm wechseln, indem du L oder R drückst. Okay. Ah, ich kann strampeln. Ja, cool, deswegen Hampel. Okay, das muss ich hier üben. Man muss gedrückt halten. Ja, sehr gut. Du hast mich gefunden, Jungspun. Viel Spaß, denn jetzt geht es rund. Nutzt du meine Kräfte gut, zauber ich was Tolles aus meinem Hut. Und reiben kann er auch. Balans Balgerei. Guck mal, hier sieht es vom Design her wieder richtig cool aus. Aber die Welt eben, die sah echt nach Grütze aus, finde ich. Das sieht jetzt wieder von grafisch deutlich besser aus. Ich weiß nicht. Oder vielleicht liegt es auch nur an der Demo. Vielleicht wird es im Finalspiel dann besser aussehen. Drücke kurz B, wenn Balans Silhouette zu Balan passt. Fantastisch. Oh. Normalerweise bin ich in solchen Spielen mega schlecht. Drücke wiederholt B, wenn viele von Balans Silhouetten erscheinen. Oh Gott. Das habe ich bei hier meine Schulklasse, oder? Oh Gott, das habe ich bei meiner Schulklasse schon nicht hingekriegt. My Universe, meine Schulklasse. Ihr erinnert euch? Und jetzt? Okay, das war okay. Aber so richtig, also so richtig präzise muss man da gar nicht sein anscheinend, weil ich kriege immer ein Fantastisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich drücke immer falsch. Yeah, das okay, das war jetzt okay. Das war jetzt okay. Also ich habe immer ein Fantastisch gekriegt. Ich gehe mal davon aus, ich kriege den Hauptpreis, oder? Ja, seht ihr? Kein Ups. Kein Ups. Yeah. Coole Sache. Also hier Zeug sammeln, rausfinden, was man als nächstes machen muss und so weiter und so fort. Ihr kennt es, ne? So. Hier ist der Schalter zum Weiterkommen. Die Frage ist nur wie. Das war jetzt der letzte, die letzte Statue. Da fehlen ja noch zwei. Wo sind die? Da fängt es schon an, liebe Leute, ne? Oder kriegt man eine Statue, wenn man hier alle Kristalle sammelt oder so? Hm. War ich da schon durch? Ach, da bin ich hergekommen, genau, ja. Also hier sind wir hergekommen. Wie komme ich denn da hinten hin? Da ganz hinten. Versteht ihr, was ich meine? Da ist doch noch was. Ach, warte mal kurz. Jetzt kann ich hier lang. Jetzt kann ich hier hin. Oder? Ja, super. Okay. Sehr schön. Schaffst du es denn nicht hoch? Ist da überhaupt was, wenn ich da schon hoch will? Also kameratechnisch sieht es jetzt nicht so prickelnd. Ich glaube, ich bin tot. Ist das wieder der Anfang? Tatsächlich. Das ist wieder der ganze Anfang, ey. Das ist wieder der gruselige Mann. Ich finde ihn voll gruselig, es tut mir leid. Ich finde ihn mega gruselig. Der sitzt einfach da riesengroß. So, hier ist nichts mehr.
Der ist überall, habt ihr es gesehen? In jeder Ecke kann der sich verstecken. Okay, was können wir sonst noch machen? Gibt es hier sonst noch irgendwas für mich zu holen? Da drüben war ich schon. Ist ein bisschen schwierig. Also das Motion Blur, das würde ich am liebsten ausschalten. Wenn das irgendwie noch in der Vollversion... Also lieber Entwickler, wenn ihr mich hört, bitte schaltet das in der Vollversion aus. Das will keiner. Kein Mensch mag Motion Blur. Das reicht. So, was mache ich mit der Kiste hier? Wieso habe ich jetzt die... Hä? Mir fehlt jetzt die Fähigkeit. Die Jump-Fähigkeit fehlt mir jetzt. Hier, die Känguru-Fähigkeit. Ich komme doch so nicht rüber. Hä? Ich kann das Spiel nicht weiterspielen. Mir fehlt die Fähigkeit. Ich kann ja auch nicht wechseln. Ihr seht oben links, dass da L und R... Mit L und R könnte ich eigentlich wechseln. Aber... Okay, so komme ich da nicht hoch. Aber ich kann es ja leider nicht, weil die Fähigkeit nicht da ist. Und sie ist komplett weg. Ich kriege sie nicht mehr. Wenn man einmal stirbt, kriegt man die Fähigkeit nicht mehr. Ist das richtig? Das ist fies. Das ist mega fies. Nee, ernsthaft? Haben die das im Spiel nicht einprogrammiert? Oh. Gut. Verkacken haben die nicht einprogrammiert. Man darf hier nicht sterben. Ansonsten muss alles von vorne machen. Oh Gott. Okay, das war das erste Level, aber es hat nicht wirklich viel. Bisschen laut, ne? Aber es hat nicht wirklich viel, wie sagt man, Befriedigung bei mir hinterlassen, denn ich habe einfach zu wenig gefunden. Ich habe null von diesen komischen, Tierchen, die da oben sind. Ich habe 5 Statuen von 8. 0 von diesen bunten, Kristallen, 5 von den roten und sowas. Ich glaube, das geht besser. Ich glaube, das geht besser, liebe Leute. Aber tatsächlich würde ich dann sagen, das zweite Level, wenn es in der Demo auch noch spielbar ist, das würde ich dann auf der PlayStation versuchen. Und wenn ihr also sehen wollt, nochmal einen Vergleich sehen wollt, wie das Ganze jetzt auf der PlayStation aussieht, ob das besser ist oder ob das vielleicht sogar ganz genauso aussieht, dürft ihr gerne eine positive Bewertung dalassen und auch einen Kommentar. Wie gefällt euch das Spiel so an sich? Oh. Ui! Oh, ich hab dich zum Platzen gebracht. Wie süß. Drücke B, um deine Timms mit ein paar Tropfen zu füttern. Oh, wie süß. Oh, oh, guck mal, sie fressen Kristalle. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und was sind die Timms? Heißen die alle Tim? Wie soll ich sie denn auseinanderhalten? Schalte das Fundament des Tim-Turms frei. 30, irgendwas Nebenziel von 30 oder irgendwas. Aha. Oh, wie süß, guck mal. Komm her. Nimm mal. Und er freut sich, guck mal, wie er sich freut. Oh, jetzt habe ich ihn weggeworfen und er freut sich. Oh Gott. Aber irgendwie niedlich, ne? Was ist das da? Drücke B, um deinen Timms mit ein paar Tropfen zu füttern. Schon wieder? Ich hab gerade eben erst gefressen. Alter, sind die süß. Aber die werden ganz schön fett, oder? Wenn ich die permanent füttere. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Sind das gesunde Tropfen? Sind da Vitamine drin oder steckt da nur Zucker drin? Vielleicht putscht es die nur auf. Weiß ich auf jeden Fall nicht. Naja, wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir testen dann das nächste Mal, wenn ihr wollt, einfach weiter auf der PlayStation. Und ja, ihr zeigt es mir in Form einer Bewertung. Was ihr von dem Spiel haltet, dürft ihr natürlich auch gerne in den Kommentaren schreiben. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.